Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir machen heute aus diesem schönen Action-Vlog, den ich ja so cool finde, einmal ein Fotoalbum. Und zwar habe ich noch einmal diese Stanze dazu, die ist von Panalisa. Ich zeige euch die einmal. Das ist einmal hier so eine Fotokamera und zwar ist das das Instagram-Logo, das alte. Hier hat man einmal die Fotolinse, dann kann man das einmal hier noch so leeren. Drei Streifen, dann einmal den Blitz machen und hier ist noch ein kleines Herzchen mit dabei gewesen und so ein Viereck. Aber das ist noch einmal die Stanze, die ich heute benutze und daraus werde ich ein kleines Fotoalbum zaubern und nehme euch damit auf die Reise, wie das einmal von A bis Z einmal aussieht und funktioniert. Also bleibt dran! Ja, das Album, was wir heute hier einmal basteln, das sieht dann, wenn es fertig ist, so aus. Das ist jetzt zumindest meine Version davon. Wie gesagt, ich habe dieses coole Papier aus dem Action-Block benutzt. Und dann sieht man jetzt hier halt einmal hier einmal die Kameralinse, habe ich als großen Shaker gemacht. Hier diese drei Streifen, dann einmal hier der Blitz. Und das Ganze einmal habe ich jetzt hier einmal mit so Bändern gebunden und habe ganz viele kleine Anhänger, so im Grunde genommen einen kleinen Chunky Charm ran gemacht. Hier noch so einen kleinen Feenstab, eine kleine Schleife. Und mein Album heißt Sweet Bunny. Könnt ihr hier unten vielleicht sehen. Einmal in Silber. Da steht das. Und ich habe auch in meinem Album schon Bilder reingedruckt. Und zwar muss ich hier jetzt nämlich mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar für den Instagram-Account Hint of Happiness. Das ist ein Instagram-Account und zwar machen die mit ihren iPads Grafiken und Bilder und machen da auch immer Challenges, so wie wir mit dem Basteln, wo man eine Memory-Dex-Karte bastelt, machen die das eben mit Bildern, dass sie das in ihrem Style eben Design und Bilder machen zu bestimmten Themen, die dann so ein bisschen vorgegeben sind. Und Hint of Happiness, das ist Carla, soweit ich weiß, kommt ja aus den Niederlanden und die macht immer so süße Bunny-Bildchen. Und ich habe sie gefragt gehabt, ob ich mir da so ein paar Bilder nehmen kann. Und habe mir die alle einmal am Fotodrucker ausgedruckt und habe damit einmal mir ein kleines Bunny-Album gemacht. Und das blättern wir jetzt erstmal noch zusammen durch, weil ich das euch unbedingt zeigen muss, so viel Cutiness. So, ich fange erstmal mit der ersten Seite an. Einmal heißt mein Album Bunny Love. Das ist diese eine süße Stanze auch von Panalisa. Dann habe ich hier noch so ein paar Wimpern gehabt. Und hier habe ich jetzt einmal meine ganzen Bildchen drin. Und zwar habe ich das immer, die ganzen Bilder einmal hier auf so Blankopapier einmal mir raufgeklebt, was ich mir mit einer anderen Stanze noch einmal immer zurechtgestanzt habe. Und ganz viele kleine Schleifchen habe ich immer raufgemacht auf die Bilder und noch viele kleine Blumen. Und blättern das einmal zusammen durch. Hier ist zum Beispiel so ein süßer Bunny in so einem kleinen, ja, Moorrübenflugzeug. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, dass ich da ein paar Wörter zu mache. Und deshalb steht jetzt hier einmal noch Bunnyfly. Dann einmal hier so eine süße kleine Wolke mit so einem, ja, Bunny-Luftballon. Ich finde das so niedlich, die ganze Grafiken von ihr. Hier einmal Bunny Bee habe ich hier hingeschrieben, weil eben der kleine Bunny hier aussieht wie eine kleine Biene mit Flügelchen. Und hier auch wieder oben habe ich eine kleine Schleife mit hingemacht und nur ganz simpel ein paar Blümchen. Und diese Einsteckfächer, die habe ich auch immer nur ganz einfach mit der zweiten Stanze gemacht von diesem Cover, von der Stanze. Das zeige ich euch nachher noch. Hier habe ich einmal Bunny Honey gemacht. Ist wieder so ein süßer kleiner Hase. Eine halbe Meerjungfrau auf dem Mond hier. Dann habe ich hier noch kleinere Bildchen. Einmal in so einer süßen Kaffeetasse und hier in so einer Gießkanne mit so einem ganz kleinen Frosch noch. Also es sind so süße Grafiken. Ich finde das halt so niedlich. Und deshalb musste ich mir das alles ausdrucken und mir da so mein eigenes Album mitmachen. Guck mal hier mit so einem Tamagotchi, das ist so süß geworden. Habe ich hier nochmal Bunny Love ausgedruckt oder hier einmal hinter dem Regenbogen mit so kleinen Engelsflügeln. Hier noch einmal total niedlich und so einer Muschel und ich bin davon total begeistert von diesen ganzen kleinen Bildern und da kommen immer mehr und ich habe auch noch, Gott sei Dank, immer auf den Rückseiten hier von meinen Fotokärtchen immer noch Platz. Da kann dann immer noch mal was mit drauf. Oder hier einmal der kleine Bunny wie Alice im Wunderland mit dieser Uhr. Voll cute. Hier kommt einmal Bunny Moon. Hier der kleine Hase, der den Mond hier anbietet auf so einer coolen rosanen Wolke.
Dann kommen hier nochmal kleinere Bildchen. Einmal hier nochmal bei so einem Dessert dazwischen gequetscht, der kleine Hase. Und hier nochmal hinter so eine Melone, wo er einmal abbeißt. Also ich finde das so niedlich, die Grafiken. Und ganz zum Schluss noch einmal Bunnylicious und einmal der kleine süße Hase. Einmal hier in so einer Biskuitrolle. Ja, und ich finde die so cool, die Bilder. Ich liebe sie. Also die müsste man als Aufkleber haben, als Papier alles, als ja, Post-it-Zettel. Und deshalb habe ich dem Ganzen so ein kleines Album gewidmet. Also geht unbedingt mal bei Hint of Happiness auf Instagram gucken. Ich verlinke euch den Account auch unten. Da sind eben halt so süße Bilder und die machen halt immer so, ja, Challenges eben, da was zu zeichnen mit ihrem iPad. Und das finde ich total cool. Das ist mal was ganz anderes eben. Wir machen eben ganz viel mit Papier-Challenges, Embellishments basteln und andere machen das halt eben auf dem iPad mit Grafiken. Ja, das wollte ich einmal heute hier erwähnt haben und wollte euch das auch gezeigt haben, auch schon mal so ein Album auch, wie das bestückt mit Bildern dann im Grunde genommen aussehen kann. Und meins ist eben halt ganz bunt. So, dann kommen wir weiter. Ich gehe noch einmal kurz auf diesen Action-Block drauf ein. Und zwar sind da ja wirklich coole, viele Blätter drin mit so Basic-Papier in so coolen, schönen, bunten Farben und immer ganz viele Karten, die habe ich mir alle einmal immer schon einzeln ausgeschnitten gehabt, eben als Fotokarte oder hier mit dem Weiß hinterlegten oder eben nochmal diese kleinen. Und ich habe viele der Bildchen, so wie hier, die alle mit so einem weißen Rand sind, habe ich mir schon einzeln ausgeschnitten gehabt als Deko-Elemente. Das eignet sich dann auch nochmal super. Aber ich habe eben alles aus diesem Block dann auch verwertet und vor allen Dingen auch einmal diese ganzen kleinen Schriftzüge und Sprüche und Wörter auf diesem bunten Papier, das ist auch total genial. Wie gesagt, das habe ich schon so ein bisschen vorbereitet, also legen wir mal los. So, ich war auch schon mal fleißig gewesen und habe noch insgesamt 18 Paare von den kleinen Lochumrandungsringen mir ausgestanzt mit so einer süßen kleinen Stanze. Da war ich ganz fleißig. Mit Glitzerpapier, sowas mache ich immer abends mit der ganz kleinen Sizzix, das geht dann ganz gut. Einmal in bunt und in Glitzer, dann habe ich da so schön Kontrast zu diesem ganzen bunten Papier. Das einmal dazu und ich habe noch ein paar kleine Schleifen ausgestanzt. Dann habe ich ein paar Mal ausgestanzt gehabt, wie gesagt, einmal diese normale Albumform, das ist einmal diese Stanze und auch noch immer die schmale Stanze. Einmal hier auf das Deckblatt vorne kommt das einmal so rum raufgeklebt und jede weitere einzelne Seite hat dann hier unten einmal mit der Stanze hier einmal die Laschen immer, die Taschen, wo dann das Foto reinkommt. Also echt total simpel. Man muss das nur alles ein paar Mal durchkurbeln und dann guckt man, wie das Ganze zusammenpasst. Und wir machen jetzt einmal die Vorderseite hier. Ich fange damit erstmal an. Ich habe mir das so ein bisschen zurechtgeklammert, damit das nicht so auseinanderfällt, wie ich das schon immer haben will. Und dann kleben wir einmal alle Deko-Elemente wie einmal hier oben. Das Gelbe, die drei Streifen, die Kameralinse wird das einmal hier vorne und den Checker, den habe ich auch schon vorbereitet. Der hier kleben wir dann gleich einmal hier rauf. Das mache ich mal eben schnell nebenbei. Also bin ich gleich wieder da. So, ich habe einmal jetzt hier oben alles einmal zusammengeklebt, die drei Streifen und der Blitz. Und auf die Rückseite mache ich jetzt schon einmal die erste Fototasche. Da habe ich mich für das bunte Papier entschieden, was so gestreift ist. Und mache es nur so ein bisschen Klebstoff jeweils an den Rand. Gar nicht viel, nur dass es gleich einmal hält. Und ich klebe immer alles. Ich habe irgendwie mit diesem ganzen Sticky Tape und sowas alles schlechte Erfahrungen gemacht. Dann nehme ich immer lieber den Tacky Glue aus dem Action. Wenn der erstmal klebt, dann klebt er, dann kriegt das nichts mehr auseinander. Und ich finde in diesen kleinen Flaschen, ich glaube, die gibt es meistens bei Teddy oder bei Kick, kann man das immer so super dosieren. Dann kann man das alles auch fix kleben. Dann haben wir hier einmal noch auf der Rückseite von dem Cover hier einmal die erste Fototasche. Dann geht es einmal noch weiter mit dem Shaker. Wie gesagt, ich habe den schon vorbereitet. Einmal hier die Rückseite, habe mich hier für so Holopapier entschieden und Schaumgummi 3 mm. Wie ich die mache, habe ich ja schon ein Tutorial gemacht. Könnt ihr gerne mal schauen. Und mache auch natürlich einen Tüllshaker. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu sehen ist. Einmal hier einmal auch einen grünen Glitzerring außen drumherum mit den beiden runden Stanzen, die bei dem Set mit dabei waren, habe ich das gemacht. Da hat man so einen schönen breiten Ring. Das kann man auch gut kleben. Da muss man nicht viel friemeln. Und habe auch hier in so einem kleinen Gläschen hier noch
ein paar Paletten und die kommen da jetzt einmal gleich mit rein, dass ich erstmal den Shaker hier mit befülle. Einfach rein, hier kommt glaube ich ein bisschen mehr rein. Schön bunt. Und einmal dann, ohne jetzt viel aufpassen zu müssen, weil der Rand hier so schön breit ist, einmal hier drauf. So, dann habe ich schon meinen Shaker eigentlich fertig. Was ich mir angewöhnt habe, immer, wenn ich irgendwas klebe und irgendwo zu viel Klebstoff ist, ich habe immer so altes T-Shirt hier rumliegen. Und dann kann man nochmal so nachdrücken und hat nicht irgendwo Klebereste an den Händen. Das geht immer ganz gut. So, dann ist der Shaker schon fast fertig. Und jetzt kleben wir den einmal nur noch hier vorne einmal drauf. So. Bisschen Klebstoff drauf. Einmal so ein bisschen mittig positionieren. Wie gesagt, das Gute beim Tacky Glue ist ja auch immer, dass man den so ein bisschen nachjustieren kann. Ja, das sieht gut aus. Nochmal schön nachdrücken. Und dann ist das Ganze einmal das Deckblatt mit der Kamera einmal schön im Bund mit diesem coolen Actionpapier schon fertig. Das wird eben halt einmal so richtig sommerlich und ja, freakig bunt. Schön. Gefällt mir total gut, gerade eben jetzt als Akzent nur mit Glitzerpapier gearbeitet. Da hat man so einen schönen Kontrast dazu. Und dann machen wir jetzt noch die nächsten beiden Seiten. Ich habe einmal auch wieder einmal ausgestanzt, einmal wieder das große Viereck. Dann unten wieder die kleine Stanze als Tasche. Und dann waren ja noch so viele Sprüche mit dabei. Und da habe ich mich nochmal entschieden hier gehabt für Sweet and Cool. Habe auch einmal mir dieses Einhorn ausgeschnitten. Andere Seite auch nochmal was Buntes. Und einmal hier so ein Donut. Also da kann man dann ja ganz viele verschiedene Seiten machen. Mit Farben, mit Sprüchen, was bei diesem Block mit dabei ist. Kann man sich dann ausschneiden und alles einmal fertig machen. Und ich mache jetzt wie gesagt auch noch die nächsten Seiten hier. Und da kann man eben halt echt schön mit diesen ganzen verschiedenen Papieren arbeiten, weil das Muster nicht ganz so verrückt ist, weil sich das eben halt immer alles wiederholt, auch mit diesem schönen Lila und Pink, das passt alles so wunderbar zusammen. Finde ich so cool. Einmal hier noch das Gestreifte auf das Türkisfarbene. Jetzt bin ich wieder zu sehen. Sorry, da war ich aus dem Bild. Dann hat man einmal hier die nächste Seite. Und die Seite ist immer einmal im Fotoalbum nachher mit diesem kleinen Bobble hier oben einmal immer nach links und nach oben. So, hier muss ich nochmal so ein bisschen nachjustieren, aber das geht schon. So. Jetzt ist einmal alles an Ort und Stelle. So rum, da kommen gleich die Ringe rein, also mache ich das Einhorn dahin. Dann kann das Foto dahinter und noch einmal Sweet and Cool wollte ich da noch mit dazu machen. Dann hat man gleich diese ganze Schrift mit aus dem Block verwendet, hat ein paar Sprüche mit dazu, das finde ich total cool. So, das mache ich jetzt einmal hier so mittig drauf zwischen die Muster und einmal noch das Einhorn. So bis zur Hälfte und dann hat man hier eine coole Fototasche für so ein Bild. Hier habe ich das auch schon mal vorbereitet. Einmal genau andersrum, einmal das Gestreifte auf das Gepunktete und habe hier einmal Dreams ausgeschnitten, mache ich jetzt auch nur bis zur Hälfte den Kleber rauf. Und klebt das noch einmal hier schön in die Mitte. Dann hat man hier auch nochmal so ein schönes Deko-Element auf der Seite und total fix gemacht eigentlich. Also das ist schon echt cool. Und ich, wie gesagt, die Stanze finde ich so cool, weil es so simpel ist. Man kann einen großen Shaker machen. Diese paar Deko-Elemente dazu. Jeder sieht, dass es eine kleine süße Kamera ist. Finde ich total niedlich. So, und hier vorne kommt jetzt noch einmal der Donut drauf. Und der kommt dann einmal
so hin. Habe das einmal hier vorne spitz geschnitten, damit es aussieht wie so ein Banner. So kann man diese ganzen süßen kleinen Sprüche da echt cool einsetzen von diesem ganzen Block und braucht nichts anderes zu nehmen. Deshalb finde ich den Block echt mega. So, kann ich ein bisschen mehr machen. Na, könnte sein, dass ich hier nachher mit den Ringen ein paar Probleme kriege, aber dann wird es halt mit durchgetackert, das ist egal. So, das sind jetzt einmal meine Seiten für das kleine Album. Wie gesagt, manche Seiten habe ich so ein bisschen uni gelassen. Wenn das so bunt ist, das Papier, da mache ich dann nicht immer noch viele Taschen dazu oder mal ohne Tasche. Dann kann man hier einfach nur noch ein Foto mit draufkleben. Und so habe ich das Ganze schon mal vorbereitet. Das ist jetzt einmal das Album, wie das dann später so aussieht. Wie gesagt, immer schön bunt, immer wieder einmal so eine Lasche. Kann man dann so durchblättern. Einmal hier in gestreift, hier habe ich das UFO genommen. Und habe geguckt, dass das immer einmal so ein bisschen farblich schön zusammenpasst. Und dass man hier hinter immer dann was stecken kann. Ne? Einmal hier den Regenbogen habe ich ausgeschnitten. You are freaking awesome. Dann haben wir hier die Kärtchen, die ganzen. Und so geht das einmal weiter. Hier die Gumball-Maschine, das Popcorn habe ich wieder ausgeschnitten. Also es ist so cool, man hat da so viele Möglichkeiten, das mal eben ganz schnell so ein süßes kleines Album zu machen. Hier habe ich auch nochmal die Wolke mit den Regenbogen. Happy Birthday. Einmal hier noch die Kärtchen und auf die Rückseite kann dann jeweils immer ein Foto. Das finde ich so cool. Kann man so ein schnelles Album machen. Und das Ganze einmal hier von der Rückseite sieht dann so aus. Das ist dann einmal das Album und einmal hier vorne so das Deckblatt. Ich habe mir im Vorfeld jetzt schon einmal hier zwei Kreise einmal eingezeichnet gehabt und jetzt machen wir einmal noch die ganzen Löcher. Ich habe einmal dafür immer die Crocodile, die dicke Zange hier und da habe ich mich für die großen Löcher entschieden, weil meine Lochverstärkungsringe auch groß sind. Ich habe nämlich bei dem anderen Album das mit Geschenkband gebunden gehabt, weil die Löcher zu klein waren. Da konnte ich keinen Ring durchmachen. Und deshalb habe ich jetzt hier mich entschieden, einmal ein bisschen besser vorzuarbeiten und einmal jetzt große Löcher reinzumachen. Und das mache ich jetzt noch mit den anderen Seiten. Ich halte jetzt immer einmal so eine Seite jetzt hier genau mit hinter. Guck dann mit durch. Man kann auch zwei oder drei nehmen. Und dann kann man einmal das immer wieder positionieren und einmal die Löcher reinmachen. Bis man dann einmal das ganze Album damit durch hat. Das mache ich mal eben. So, ich habe jetzt einmal überall immer hier das Gebogene auf der linken Seite, habe jetzt einmal überall die Löcher drin und damit es eben dann einfach nicht so ausgefranst aussieht, sondern ein bisschen schick aussieht, kommen jetzt einmal überall einmal hier meine Lochverstärkungsringe drauf. Die habe ich alle aus Glitzerpapier gemacht. Einmal einzeln, immer paarweise und die kann man jetzt einmal draufkleben. Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken. Ich glaube, ich nehme dann für vorne einmal hier das Rosa. Das habe ich dann auch gar nicht vertreten und werde mal eben jede Seite damit bestücken, damit es nachher echt schick und edel aussieht. So, jetzt habe ich einmal alle Löcher mit den kleinen Lochverstärkungsringen, die ich mir eben vorher alle mühselig ausgestanzt habe, einmal verstärkt. Dadurch hat das noch so einen süßen, bunten Glitzereffekt, das ganze Album. Wird natürlich auch ein bisschen dicker jetzt dadurch, aber jetzt kommen wir noch einmal zu den Ringen. Ich habe hier so rosane Ringe und damit werden wir das jetzt einmal fertig machen. Geht dann ja relativ schnell durch und ich möchte aber noch ein bisschen Deko mit dran haben an den Ringen und ich hatte schon mal überlegt gehabt und zwar habe ich einmal mir mit dieser komischen rosanen Plastikkette, da habe ich mir so Glieder rausgeholt. Ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht von AliExpress, so eine rosanen dicken Plastikketten mit so Gliedern und die habe ich jetzt alle einmal einzeln gemacht und hänge die jetzt nur an die Ringe ran. Ich habe mir da schon Gedanken gemacht und habe hier so ein paar kleine Anhängerchen mir schon vorbereitet. Oder hier mein kleinen Heike die Craft Anhänger, mein Stern hier. Habe ich mir auf AliExpress machen lassen. Total cool. Da steht die Heike Lee Craft. Das wird da so
eingraviert oder gelasert. Voll cool. Und die kommen da jetzt noch einmal gleich an die Ringe mit dran. Und dann hat man da echt ein süßes kleines Mini-Album. Einmal ganz schnell fertig gemacht. Ohne viel Schnickschnack und kann man im Grunde genommen einmal ganz schnell verschenken, wenn was ist. Ich finde es total klasse. Und da passen vor allen Dingen so viele Fotos rein. Zu den Fotos komme ich gleich nochmal. Da zeige ich euch nochmal was. So, und einmal nochmal. Hier unten kommt noch so ein kleines Gummibärchen mit dran, dachte ich mir, das sieht ganz gut aus. Und nochmal ein Stern. Man kann natürlich jetzt auch noch ganz viele kleine Bänder ran machen. Ich habe jetzt hier einmal nur dieses ganze Anhängergedöns hier. Und somit ist jetzt mein Album im Grunde genommen fertig. So sieht es jetzt einmal aus mit diesen Ringen. Wie gesagt, ich habe die jetzt hier schön groß gemacht und dann kann man das auch schön umblättern, kann die Seiten schön öffnen und hat jetzt einmal hier so ein ganz kleines buntes Album. Immer wieder, wie gesagt, mit diesen ausgeschnittenen Elementen aus dem Actionblock, der ist voll cool. Immer das Papier einmal benutzt, mir Gedanken gemacht, wie das farblich immer gut zusammenpasst. Und immer, wie gesagt, auch einmal noch die ganzen Bildchen finde ich total cool. Und wenn ihr jetzt mal guckt, diese ganzen kleinen Lochverstärkungsringe, ich finde, das ist noch so das bisschen, ja, dass es cool aussieht, niedlich wirkt, ein bisschen Glitzer, dass man da so ein paar kleine Elemente hat. Aber dann kann man das einmal wirklich sehr reichhaltig bestücken mit vielen Fotos und kann das einmal verschenken oder einfach nur für sich machen, so wie ich mit dem kleinen Bunny-Büchlein und beiseite legen. So, und einmal noch die Rückseite im Bund. Und so ist das kleine Album dann fertig. Die ganzen einzelnen Bilder, die in dem Block noch drinne waren, entweder als ganzes Motiv oder eben hier mit dem weißen Hintergrund immer, die habe ich einmal alle die Ecken einmal mit so einem Eckenstanzer einmal alle ein bisschen abgerundet. Dann gleiten die auch besser in diese Fototaschen hinein. Wenn man so abgerundete Ecken hat, dann geht das ein bisschen einfacher, als wenn das so spitz ist. Und dann passen die hier besser rein. Und dann kann man einmal sein ganzes Album mit ganz vielen kleinen Fototaschen jetzt hier einmal immer bestücken. Na, komm schon. Jetzt geht's rein. Hier wieder so eine halbe Karte oder noch mal so eine ganze mit dazu. Und dann kann man, wie gesagt, dann seine Fotos da drauf kleben. Und kann das einmal hier so fertig machen. Also ich finde das echt voll cool, voll simpel. Das macht total Spaß. Das kann man ja mal eben wirklich schnell fertig zaubern und verschenken. Oma, Opa, Schwiegermutter, keine Ahnung, als Erinnerung an Kindergeburtstag. In dem Block waren ja auch so viele kleine Bildchen gewesen, wo immer so Happy Birthday drauf standen, sowas alles. Da kann man ja ansonsten auch so ein kleines Happy Birthday Album machen, dass man da ein paar Fotos reinklebt. Ich finde es total cool. Ja, und jetzt kommen wir noch einmal zu den Fotos. Das wollte ich euch einmal noch zeigen. Ich renne immer zu diesen Fotodruckerautomaten bei Rossmann und bei DM und da kann man sich immer diese kleinen Mini-Fotos machen und ich mache das echt total gerne in allen Größen, so wie hier zum Beispiel einmal diese kleine Blythe-Puppe hier. Das ist immer so in so einer, ja, so ein Neunerbogen ist das immer mit 9 kleinen Bildchen. Dann hier einmal auch wieder hier von Hint of Happiness, einmal hier so eine coole Eiskugel, ein bisschen kleiner geschnitten. Hier nochmal in so Passbildgröße. Und da kann man ja auch noch immer so coole Rahmen drum kleben. Oder hier wieder ein bisschen kleiner. Hatte ich mir auch noch ausgedruckt und schon die Ecken abgerundet. Also so kann man sich immer noch mal coole kleine Bildchen machen an so einem Fotodruckerautomaten. Das wollte ich euch einmal noch zeigen, dass das echt gut wird. Oder wenn man mal was Schönes sieht, auf Pinterest gehe ich immer und dann speichere ich mir die Bilder beim Fotodruckerautomaten, zack, einmal ausdrucken und dann hat man hier ein schönes glänzendes Bild. Und wer das eben halt nicht so mag, oder hier, ich habe ja auch schon Shaker damit gebastelt, ne? Das sind immer so meine Bilder, die ich dafür habe. Damit habe ich auch schon Shaker gebastelt. Und wer das vielleicht nicht mag, weil es so glänzend ist, der kann das einmal mit matter Laminierfolie einmal laminieren, dann sieht das so matt aus. Einmal das Foto in glänzend und einmal matte Laminierfolie. Das hat mir Kerstin mal gesagt. Schönen Gruß an Kerstin. Die hat gesagt gehabt, es gibt matte Laminierfolie, total cool. Und das wertet das Ganze total auf und es glitzert nicht. Also das könnte man dann auch noch machen. Das ist total cool. Ja, das waren einmal die Fotos, was ich euch mal zeigen wollte. Also echt schnell gemacht. Fotodruckerautomaten, Handy.
einmal die ganzen Bilder darunter holen und in so ein Album kleben. Dann habe ich einmal noch vorbereitet, dass ihr das mal sehen könnt. Und zwar hatte ich ja in dem anderen Album mir überall kleine Wörter ausgedruckt. Hier habe ich das einmal gemacht gehabt. Einmal das Bunny Moon, Bunny Fly, die ganzen Wörter, hatte mir Gedanken gemacht und habe das auf farbigem Druckerpapier ausgedruckt und habe dann nochmal mit dieser Hot Foil, mit dieser großen Folie, einmal das in Backpapier reingelegt und durch den Laminator geschickt. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das habe ich hier einmal so in Silber gemacht. Und jetzt habe ich hier coole kleine silberne Schrift und kann mir das eben ausschneiden, auf so ein kleines Banner raufkleben und habe das Ganze dadurch total aufgewertet. Das wollte ich euch einmal noch zeigen. Das finde ich auch mega. Damit kann man immer cool mal was machen mit dieser Folie. Die gibt es immer so in großen Bögen, ganz günstig auf AliExpress, in Roségold, in Holo, in Rotglitzer. Also da kann man auch schön mitarbeiten, wenn man sich da die Mühe macht, ein bisschen vorarbeitet, um am Drucker eben dann ganz viele Wörter, die man dann immer noch braucht, wie cute und sowas alles, sich einmal ausdruckt. Tja, dann sind wir auch schon so fast am Ende heute. Das sind jetzt einmal meine drei Alben, die ich mit der coolen Stanze hier, einmal hier von Panalisa, einmal gezaubert habe. Wie gesagt, mit wenig Aufwand, viel rausholen, finde ich. Und die Stanze, die kostet keine 4 € bei AliExpress. Ich stelle euch da den Link in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da mal gucken. Ich finde es total cool. Also gerade eben in diesem Kamera-Style. Und das sind eben meine verschiedenen Alben dazu. Das hatte ich schon mal gezeigt gehabt. Da habe ich eben mal ganz normales Papier genommen, dieses coole Actionpapier, diesen Karton, der so ein bisschen ja glänzend ist, den gab es ja damals mit diesem Edged Borderrand. Und hier habe ich nur so buntes Blümchenpapier gemacht. Wie gesagt, das wird demnächst noch bestückt und verschenkt. Das hier, wie gesagt, mein buntes Bunny-Album. Wie gesagt, hier mit vielen kleinen Deko-Elementen schon, mit Blümchen, mit Bildchen. So sieht das Ganze dann einmal fertig aus. Da wird gar nicht mehr viel dran gemacht. Vielen Dank auch nochmal an Hint of Happiness, dass ich eben einmal mir all die Fotos da ausdrucken konnte und das einmal hier heute zeigen konnte, weil ich eben halt, ich bin halt total Bunny verrückt. Ich glaube, das haben viele schon mitbekommen. Und deshalb widme ich einmal ihren kleinen Bunnies dieses ganze Album hier und einmal noch das Album hier von heute. Coolen Shaker, hier einmal so richtig dicke Anhänger überall mit dran, bisschen klobig und macht dann wirklich eine Menge her und dann kann man da ein paar coole Fotos mit reinmachen, finde ich total cool. Ja, einmal schon mal hier ein bisschen Sneak Peek auf mein nächstes Video. Als nächstes gibt es dann einmal endlich ein Tutorial von den kleinen Lollipops aus Fimo, den Regenbögen und den Sprinkles. Petra hat mir damals den Polymer-Clay-Extruder empfohlen. Für alle, die nicht wissen, ich grüße dich, Petra, einmal vom Kanal Hedwig Gedönsrad. Die ist ja immer auf der Suche und findet immer so coole Sachen. Und ich habe mir auch diesen Knete-Extruder eben besorgt gehabt bei Amazon und habe schon fleißig damit gewerkelt. Und zum einen werde ich euch dann beim nächsten Mal zeigen, wie ich diese süßen kleinen Lollipops mache. Und einmal, wie gesagt, so ein Regenbögen ist gar nicht so schwer. Und einmal noch so ein paar kleine Sprinkles, damit man die nicht bei AliExpress kaufen muss. Das geht ganz einfach selber gemacht. Ja, das schon einmal zu meinem nächsten Video. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.